Hi Leute, wieder ein neues Deckvideo, dieses Mal Gravwächter, Gravekeeper. Ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich das spiele. Im Vorhinein noch die Karten, die in diesem Video vorkommen, sind nicht abzugeben, die vertausche ich nicht, die verkaufe ich nicht. Also macht euch nicht die Mühe und fragt danach bitte. So, beginnen wir mit den Monsterkarten. Wir haben hier dreimal Gravwächters Kommandant. Kann man abwerfen, sucht einen Tal der Toten auf die Hand und mit Tal der Toten auf dem Feld 2-1 Speedstick, also super Karte, gehört auf jeden Fall dreimal rein. Genauso wie die nächste, das ist Gravwächters Spion. Wenn sie geflippt wird, dürfte ein Gravwächtermonster mit 1500 oder weniger Angriffspunkten als Spezialbeschwörung beschwören. Mit Zahl der Toten auf dem Feld hat sie 2500 Verteidigungspunkte, also ein riesen Schutzwall. Super Sache. Dann die Karte, die dieses Deck erst richtig spielbar gemacht hat, der berühmt-berüchtigte Anwerber oder auf Englisch Recruiter. Wenn er auf den Friedhof gelegt wird, dürfte ein Grabwächtermonster mit 1500 oder weniger Verteidigungspunkten von einem Deck auf die Hand nehmen. Da gibt es eigentlich fast unendlich viele Ziele dafür. Ihr könnt einen Anwerber nehmen, ihr könnt einen Kommandanten nehmen, um nachher Teil der Toten zu holen. Das Einzige, was ihr eigentlich nicht suchen könnt, ist der Spion. Der hat ein bisschen zu viel. Gute Kombo ist immer, Anwerber für Abkömmling wegzuwerfen, eine Karte zu zerstören und dann auch noch eine Karte auf die Hand zu nehmen. Aber wie das Deck gespielt wird, das erzähle ich euch in einem anderen Video. Den Link findet ihr dann irgendwo hier oder hier. Oder ganz sicher in der Beschreibung. Gravwächters Anwerber, Abkömmling. Ein offenes Gravwächtermonster opfern. Eine Karte zerstören. Eben gute Kombo mit Recruiter. Das macht Plus ohne Ende. Super Sache. Dann Gravwächters Attentäter. Wenn Teil der Toten auf dem Feld liegt, hat er erstens mal 2000 Angriffspunkte. Wenn ihr angreift, dürft ihr ein Monster eures Gegners wählen und es switchen, also die Kampfposition ändern. Das kann ganz nützlich sein, wenn euer Gegner mit Tokens spielt, so ein Sündenbock-Token in den Angriff zu schicken und mit 2000 reinzurennen, ist eigentlich noch ganz witzig. In Zeiten der Synchros, zwei Wachen. Hier gebt ihr das Monster einfach zurück auf die Hand. Bei den Synchros geht es natürlich zu euch im 6er Deck, also das ist nicht aufhaltbar wie Stardust. Und My Buddy as a Shield greift ja natürlich auch ins Leere, also die Karte ist wirklich nützlich. Mit Tal der Toten auf dem Feld 2400 Verteidigung, auch nicht zu unterschätzen. Gute Karte. Ich spiele zwei Reaper. Aus dem einfachen Grund, Reaper kommt immer gut, ist erstens bei einem Finsternismonster, kann man für Elder of Darkness weglegen. Und wenn man mal nicht die richtigen Gravwächter hat, ist das ein super Schutzwall. Außerdem, das gegnerische Feld frei ist, weil man es vorhin mit Abkömmling leergeräumt hat, kann man mit Geisterdienstmann natürlich wunderbar angreifen, dem Gegner noch eine Handkarte stellen und so noch mehr Plus machen. Eine Karte, die für mich in jedes Deck gehört, Effect Wheeler. Abwerfen in der gegnerischen Mainphase und den Effekt eines Monsters negieren. Bis zur Endphase. Das kann Black Rose sein, das kann Stardust sein, das kann eigentlich fast alles sein. Also die gehört definitiv in jedes Deck, meiner Meinung nach. Da spielen wir hier noch Gale als Synchro-Material, als Tuner. Das ermöglicht uns einerseits mal die ganzen Blackwing-Synchros, also Armor Master und Armed Wing. Und außerdem ist dann natürlich ein Stufe 3 Tuner, das ist auch nicht schlecht. Wir kommen so auf Black Rose oder mit dem Recruiter, Stufe 6 Brown Egg. Für alles andere haben wir noch einen Pluggy. Damit kommen wir auf 6, 5 oder 9. Also auch super Sache. Das waren die Monster. Machen weiter mit den Zauberkarten. Wir spielen zwei Tal der Toten, nicht drei. Das wäre zu viel, finde ich. Wir haben die Möglichkeit, sie zu suchen via Kommandant. Ja. Solltet ihr gegen ein Deck spielen, das
auch viele Removals setzt, also viel MST spielt oder solches Zeugs halt. Die dritte Teil der Toten gehört definitiv ins Side Deck, dass ihr die reinsiden könnt, wenn ihr sie mal braucht. Dann ein MST Staple. Zweimal königlicher Tribut. Wenn Teil der Toten auf dem Feld ist, könnt ihr sie aktivieren. Alle Monsterkarten in den Händen beider Spieler werden abgeworfen. Das macht euch nicht sonderlich viel aus, vor allem wenn ihr dann die hier auf der Hand habt. Damit könnt ihr zwei Grabwächtermonster auf die Hand zurückholen. Egal welche Stufe, egal welche Angriffspunkte und egal ob Teil der Toten auf dem Feld liegt oder nicht. Book of Moon, klar Staple, ein Dark Hole, genauso Staple. Auch die Trunade muss man nicht viel sagen. Verlockung, wir spielen nur Finsternismonster, das zwingt sich hier geradezu auf. Ja, das wären die Zauberkarten. Und dann haben wir hier die Fallen mit den bekannten Staples Bottomless, BTH, zweimal. Zwei Deep Prisons, die kommen genial gegen Stardust. Ja, super Sache. Unterdrückungsherrschaft, ihr macht hier praktisch nur Normalbeschwörungen, mit Ausnahme der Spice und der Synchros, also auch hier genial. Spiegelkraft, Staple, da sage ich jetzt nicht viel zu. Dickverwüstungsvirus. Mit Tal der Toten haben die meisten eurer Monster 2000 Angriffspunkte, sind Finsternis, ihr könnt sie also weglegen und für die nächsten drei Züge werden alle Monster, die euer Gegner zieht, mit 1500 oder weniger zerstört, auf den, also beziehungsweise auf den Friedhof gelegt. Alle Monster, die ihr auf dem Feld habt, er muss sie übrigens aufdecken, ihr dürft die ansehen. Und alle in seiner Hand, die dürft ihr auch ansehen, werden zerstört auf den Friedhof gelegt und ihr seid sie los. Reißender Tribut, Staple, ein Trapstun gegen lästige Fallenkarten. Genauso hier, gegen Warnings, Judgment. Ist immer witzig, der Gegner zahlt 2000 Life Points, um eine Beschwörung zu negieren. Ihr macht 7 Tools mit 1000. Ist nicht schlecht. Und die Staple, feierliches Urteil. Dann noch kurz zum Extra-Deck. Trishula. Ja, ich gehöre zu den Glücklichen, die einen haben. Auch noch nicht lange. Chimera-Deck gegen die doch noch vorhandenen Gadget-Decks. Die könnt ihr auch ins Side-Deck nehmen, aber ich spiele sowieso nicht so viele Synchros, also habe ich Platz für die im Main, dann kann ich das Side-Deck für anderes brauchen. Armory-Arm. Bryonek. Mit Recruiter und Gale zum Beispiel. Waffenmeister. Trampler. Wenn ein Verteidigungsmonster angreift, kriegt er noch 500 ATK zusätzlich. 2,8 Trampler ist immer nicht schlecht. Den beschützt ihr eben mit Gale und zum Beispiel Recruiter ist ganz gut. Das funktioniert tipptopp. Und Schwarzflügel-Rüstungsmeister. Auch mit Gale natürlich. Hier nehmt ihr als Synchromaterial Gale und eigentlich fast jedes Monster, das ihr im Deck habt. Die hat eigentlich nur 7, die nicht gehen. Das sind die drei Recruiter. Nein, Quatsch, sind 6, die drei Recruiter und eure drei Tuner, also Wheeler und Gale und Plaggy. Ah, 8, sind 8. Reaper geht natürlich auch nicht von der Stufe her direkt, aber da könnt ihr ja zwei Reaper nehmen oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich eigentlich mit den Grabwächtermonstern gedacht. Besten vielleicht mit einem Abkömmling, den ihr auf dem Feld habt und nicht mehr schießen könnt. Also so kann man ihn weiterverwenden. Black Rose, Staple. Red Dragon. Dark End, wir spielen schließlich nur Finsternismonster. Ist übrigens eine der wenigen Champs, die ihr spielen dürft. Die gab es mal als Promo an der, ich glaube an der EM war das. Und deshalb gibt es die in Europa, also dürft ihr sie spielen. Colossal. Klar. Thought Ruler. Das ist meiner Meinung nach Trishula das beste Synchro-Monster momentan. Wenn ihr angreift und das Monster zerstört, gibt es die Grund-ATK als Life Points für euch. Und ihr könnt zielende Karten auf ein Psi-Monster mit 1000 Punkten negieren. Schrottdrache, eh klar.
und 2 Stardust. Falls mal einer durch Deep Prison geht, habt ihr noch einen in Reserve. Ja, das wäre das Deck gewesen. Wie gesagt, ich werde noch ein zweites Video machen und euch kurz erklären, wie man dieses Deck spielt. Vielleicht ein, zwei Demos machen, also ein paar Starthand Situationen zeigen, wie ihr daraus euren Vorteil zieht. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Nicht vergessen zu abonnieren und Daumen hoch. Ja, man sieht sich.